dadurch uns gewisse Sachen sagen, die 100% eigentlich richtig sind. Er kann uns sagen, ey, das wird dir vergeben und das nicht. Weil er ist Gottes Stimme zu uns gewesen in diesem Moment. Er Wozu, letztlich. wozu soll Allah diese Entscheidung treffen, dass er sagt, vielleicht, obwohl, sagen wir mal, dieser Stein schon deine Sünden gelöscht hat? Wo ist der Sinn? Wozu soll dann Allah dann vielleicht sagen? Für was? Tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört. Kannst du bitte Salomon Timeout nur muten, weil er schreibt die ganze Zeit Sachen rein. Es Schau tut mir nicht in wirklich den Chat, ignoriere den Chat. Wirklich leid, auch mit seinem Namen Salomon. Wir wissen ganz genau, wie viele Frauen der hatte, über 700. Wir wissen das alle. Und er soll auch ein Prophet gewesen sein. Also, Ich habe nochmal schon eine Frage an dich. Du sagst doch, dass Allah kann die Sünden löschen, oder? nein. Nicht. Und was macht dann Allah mit den Sünden? Vergeben. Er kann sie dir Dann vergeben. sag mir, wie er vergibt. Sag mir, wie er vergibt. Er Sag mir, wie vergibt. dein Gott vergibt, wie er Sünden zudeckt. Was meinst du? Er vergibt dir die Sünde, verstehst Wie? du? Aber wie? Wie? Mit was? Mit Blut? Mit Hör kurz Geschenken? Mit zu. Geld? Blut mit Geschenken, okay? Was Schau redest mal, unser Herr Ganz Jesus kurz. Christus hat unsere Sünden mit seinem Blut zugedeckt. Was hat dein Ja. Gott, wie kann er Sünden vergeben oder löschen? Bitte beantworte mir diese Dafür Frage, braucht das ist er ganz kein Blut. wichtig. Er ist allmächtig, das kann er so. Er braucht auch keinen Grund zu nennen, weil er ist Gott. Er braucht nicht sein Blut fließen zu lassen oder andere Sachen, aber er braucht sich nicht als Mensch darzustellen, damit die Menschen ihn verstehen. Aber du hast doch gegen andere Menschen gesündigt. Was ist denn mit den anderen Menschen? Wo ist die Gerechtigkeit dann? Er deckt deine Natürlich, Sünde natürlich zu erfahren die oder er vergibt dir. Was ist Gerechtigkeit. mit den anderen Menschen, die du geschädigt hast? Was ist mit denen? Bekommen die Blumenstrauß? Nein. Okay. Das ist nicht deren Tat. Sie werden dafür auch, naja, sie werden nicht belohnt dafür, dass sie jetzt sagen, sage ich mal, umgebracht wurden. Außer du wirst zum Beispiel, du wirst umgebracht als kleines Kind Algier, oder Algier, du, Algier, ja, lass mich doch aus. Algier, Ja. das reicht, Darf ich reicht. dich, aber ich bin für eine Frage reingekommen, die dürfte ich bis jetzt nicht stellen. Ja, kein Problem. Stell die Frage, ihr seid unbelehrbar, alles gut. Patrick macht Gutes, er will eine Frage stellen, ansonsten, naja. Zu John, wo die ganze Zeit, wo du gesagt hast, zum Beispiel, er war präsent und hat frisch Komm, komm angefangen. bitte nicht mit John, komm bitte nicht mit John 17.1. Nein, nein, John 17,1 komme ich nicht. Okay. Frage dich, John war ja live dabei bei Jesus. Naja, Augenzeuge, Augenzeuge. und wenn er Sachen niederschreibt, ne? Sind die doch so, wie es passiert ist, oder nicht? Eins zu eins, Und Gottes Wort. wenn er es redet. So, und in John Vers 4, 19, was steht da genau? Weil ich kann es ja auch vorlesen, wenn du jetzt keine Bibel da hast. In John Vers 4, 9, 19. Lies mal vor. Du gehst aus der App raus, da hören wir dich nicht mehr. Ja, jetzt hört ihr mich? Vorlesen. Ich kann es kurz vorlesen. Ja, bitte. Johannes 4, Vers 19. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und hat Jesus sich zu diesem Zeitpunkt von einem normalen Menschen zu diesem Zeitpunkt zu einem Propheten gemacht, aber ist dann später ein Teil der Trinität geworden, also Gott? Oder wie war das? Wie war er, als er auf der Erde war? War er ein Prophet, wenn er auf der Erde war? Nein, Jesus ist Priester, ja, Okay. Prophet und König gleichzeitig. Es gab nie einen Mensch, der diese drei Ämter begleitet hat. Er ist, unser Herr ist Priester, Prophet und König der Könige. Das ist die Frage. Und sie am Brunnen, diese Frau, hat ihn erkannt und er hat dort sogar bekräftigt, dass er Gott ist, wenn du weiterliest bei diesem Vers. Er hat bekräftigt, dass er Gott ist, weiter im Vers. Ja, liest die ganze Geschichte vor, dass die Frau am Brunnen, wo er gesagt hat, du hast fünf Männer gehabt, oder? Ja. Dürfte Dann ich noch liest eine mal, Frage stellen? dann liest doch mal, ja, frag doch einmal. Luke, Vers 24, 19. Könntest du das vorlesen? Ja, ich kann es schnell vorlesen, eine Ich habe Sekunde. keine Bibel gerade parat. 24:19. Ja, Luke 24, 19, glaube ich, ist es. Okay. Er fragte sie: Was denn?
Sie antworteten ihm, dass mit Jesus aus Nazareth, er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Also es wird mehrmals gesagt, dass er ein Prophet ist und der eine hat gerade erklärt, dass er alle drei... Frage, holst du diese PDF-Datei von der Gummibärbande oder von Ahmed Dedat, diese ganz schlechten Argumente von denen? Nee, ich habe manchmal die Bibel gelesen und ich finde, dass es manchmal komisch ist, wie er so oft als Prophet genannt wurde, aber viele der Christen ihn sagen, er war kein Prophet, er war ein Priester, er war dies, er war das, aber er ist immer noch der Herr. Und das hat mir immer so nicht richtig das... Welcher Landsmann bist du? Ich bin Albaner. Was? Ich bin Albaner. Du bist Albaner. Weißt du, für was deine Flagge eigentlich steht? Nein. Ich bin aus Kosovo. Welche Flagge hat Kosovo? Die Kosovo hat einfach blau, darüber Sterne und halt dann, ja, das Land. Also, wo ich gefragt habe, bist du Albaner, hast du gesagt ja. Und da habe ich dich gefragt, ja, weißt du, für was deine Flagge steht? Hast du gesagt, nee, du bist aus Kosovo. Was jetzt? Was bist du denn jetzt? Naja, ich bin Kosovo-Albaner, also das ist ja... Albaner. Also bist du Albaner oder bist du nicht Albaner? Darf ich ganz kurz einmischen? Ja. Weißt du, warum die Kosovo diese Flagge haben? Ja. Weißt du auch, warum Kosovo... Weißt du, was für eine Flagge Kosovo vorher hatte? Die Albanien-Flagge, nicht? Ja, genau. Und weißt du, warum sie jetzt die blaue haben? Weil sie sich unabhängig machen wollten. Okay, und du weißt auch, dass die Albaner früher Christen waren? Das weiß ich, ja. Und das weiß ich durch die Geschichte mit Skanderbeo und vielen anderen. Okay, und warum bist du dann noch Moslem? Also, ich bin Moslem, weil meine Familie zum Beispiel waren lange Zeit Christen. Ich weiß, dass es Katholiken gab bei mir in der Familie. Aber ich habe den Weg gefunden und ich sage, Allah hat mich recht geleitet. Und so sehr ihr jetzt auf den Kopf schütteln mögt und sagt, das ist Schwachsinn, ich glaube, das ist richtig. Weißt du, was die, egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Algier, befasst dich mehr mit deinem Buch. Du hast sehr, sehr wenig Wissen, was dein Islam dir eigentlich befiehlt. Auf jeden Fall. Ganz kurz, Flex. Ja. Ganz kurz, können wir den Vers kurz auflösen? Weil hat er den dann noch gestellt? Welcher Vers? Ja, den, wo er genannt hat, Lukas 24, 19. Nein, alles gut. Ich will jetzt nicht mehr weiter reden, weil das Problem ist einfach nur, er ist noch zu jung, er ist nicht wissend und er muss erstmal die Religion selber kennenlernen. Aber verweist du, dass ich jung bin? Sieht man's? Man hört das einfach, dass du jung bist, an deiner Lebensart. Das ist aber keine Beleidigung, ja? Ja, alles gut. Ich fand sehr schön, dass ich mit euch reden konnte. Ihr wart auch ein bisschen, fand ich jetzt, höflicher bei mir als bei vielen anderen. Und ich weiß, es regt euch auf, dass zum Beispiel 9/11 oder viele andere Sachen, die passiert sind, wo ihr immer sagt, das fällt auf die Muslime zurück. Ich sage euch, diese Menschen sind leider fehlgeleitet und ich werde überreden können. Es tut mir leid. Die sind nicht fehlgeleitet, sie führen genau das aus, was im Koran drin steht. Das ist keine Fehlleitung. Steht im Koran drin. Vielleicht werde ich mich schlauer machen und ich werde einen Tag wiederkommen. Und mach dich schlau. Vielleicht werden wir dann eine, weil ihr denkt, das war keine vernünftige Argumentation und ich habe nicht richtig euch widerlegt oder ich habe nicht richtig geantwortet. Okay, ihr habt das so empfunden, ist alles gut. Ich werde mich schlauer machen. Ich werde wiederkommen. Hast du deinen Koran gerade da? Natürlich. Ich habe ihn nochmal. Wie heißt denn Adam seine Frau im Koran? Adam seine Frau im Koran, wie heißt sie denn? Mir leid, das weiß ich nicht. Der Eva. Das weißt du nicht. Weißt du? Ich weiß nicht, meinst du gerade Eva? Okay, nicht so schlimm. Hör zu. Lies dein Buch und dann, du wirst sehr viele Fehler erkennen. Alles gut. Okay. Alles klar. Okay. Gott segne dich. Mach's gut. Gott segne dich. Euch auch. Salam alaikum. Salam alaikum. Flex, ganz kurz. Weißt du, warum ich eigentlich hochgekommen bin? Ja. Da ist jemand drin, der heißt Luan Krasnici.
Der hat jetzt ein paar Mal in den Chats geschrieben, er will Christ werden. Und er will, dass du ihn hochnimmst. Aber ich weiß nicht, ob er das ernst meint. Nein, ich glaube, der kommt mir bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber ich nehme ihn mal hoch. Ja, hallo. Shalom. Ja, grüß euch. Grüß Also, ob ich das ernst meine, ist eine ganz andere Frage. Ich habe nur ein paar Fragen an euch, wenn es okay ist. Also, ich respektiere eure Religion. Ja. Er holt das PDF raus, Ja, lass ihn. Ist doch kein Problem. Ich bin für diese Herausforderung immer bereit. Ist kein Problem. Ist doch okay, wenn ich darüber rede, oder? Ja, Stört euch alles das? gut. Also, wenn euch das stört, dann kann ich wieder rausgehen. Ist kein Problem. Alles gut. Wir sind respektvoll. Alles gut. Ja. Ja, weil ich selber, ich bin ein Muslim. Alhamdulillah, bin auch sehr stolz darauf, ne? Und, Also hast du gelogen, dass er Christ Corona, was hast du gemacht? Was hast du uns angetan? Aber es Also er tatsächlich. hat gelogen und er Ganz kurz, wollte. alle mal stummen, ganz kurz, bitte, nur für eine Sekunde, ganz kurz. Ich will nur ihn zuhören. Also hat er uns angelogen eigentlich? Angelogen, weil was daran so schlimm, wenn ich einfach mal hochkomme und mal ihr redet doch über den Koran, Okay, ne? Luan, wir fangen ganz von vorne an. Jetzt geh nicht raus aus der App, jetzt Nein, bleib nee, mal. ich werde hier bleiben, ich werde hier bleiben, Okay, kein Problem. hör mir jetzt gut zu. Du bist jetzt hochgekommen, du hast erstmal in den Chat gelogen, ist kein Problem. Ich Ja, weil werde dir. der Junge, der davor Halt, gerade dran war, Luan! ne, der arme Luan! Junge weiß doch gar Hallo! nichts. Hallo, Ja. alles gut, vergesst den Jungen. Jetzt reden nur wir beide. Die Okay. anderen sind stumm, keiner unterstützt mich, ich will auch gar keine Unterstützung. Ich rede ganz alleine jetzt mit dir. Okay. Ich gehe mal davon aus, du hast Wissen, du bist in meinem Stream. Ich stelle dir eine ganz normale Frage. Nein, 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 ich stelle dir eine Frage. Luan, hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich weiß, du kannst nicht antworten, deswegen sagst du nein. Du hast Angst. Warte, ich interessiere mich doch vielleicht für Luan, deine Bibel. Du willst Luan, du doch, dass bist hier ich. drinne bei mir. Hast Ja. du Angst vor meinen Fragen? Dann geh runter. Okay, sag mal, beantworte mal deine Frage. Also, hast du Angst? Geh runter. Ich habe nur Angst von meinem Allah, aber nicht von Hast du Menschen. Wissen oder hast du kein Wissen? Hast du kein Wissen, geh Ich runter, bin weil kein vielleicht Wissender. landest du. Kommt drauf an. Rede ruhig. Ich höre dir zu. Rede ruhig. Alles klar. Also, dann nimm mal deinen Koran in die Hand, bitte. Habe ich jetzt nicht vor mir, aber rede ruhig. Rede. So können wir nicht arbeiten. Du musst schon deinen Koran da haben. Ja, dann tut mir leid, aber stell doch deine Frage. Vielleicht Okay, kann ich dir warum bist du, beantworten. für was bist du hier hochgekommen, wenn du nicht mal deinen Koran hast? Lass mal den Koran zur Seite. Du willst doch, dass Nein, ich lass mal Christ nicht werde, den Koran oder? zur Seite, weil Wa genau das warte. ist das Thema heute. Du willst doch gerne, dass ich Christ werde, oder? Nein, habe ich nie gesagt. Ja, okay, aber ich vielleicht will gerne Christ werden. Dann Ich darf ich. weiß nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Nimm doch erstmal deinen Koran. Ja, aber ich. Warte, hörst du überhaupt Hast nicht zu? du Guck mal, Angst vor meiner Frage? Nimm doch deinen ich will Koran. doch hier, vielleicht will ich doch. Stell dir vor, Mann, du stellst mir eine Frage und dadurch werde ich Nein, Christ. nein, du hast schon gelogen, als du hochgekommen bist. Das merkst du gerade nur nicht. Also hast du auch Angst vor meinen Fragen, ne? Deswegen lässt du mich nicht Hör auf, hör, ausreden. guck mal, willst du jetzt so stöhnen wie dein Prophet? Was redest du da Also, dann hör stöhnend? mir doch Ich dachte, zu. du respektierst meine Ja, Religion. alles gut, Ich. dann lass uns doch einen Dialog führen. Dann rede mal, warte mal, ich hol mal meinen Koran. Hol dein Koran, Dankeschön, geht doch. Wird doch wohl nicht so schwer Aber sein. gut, aber dann wirst du auch meine Frage beantworten. Oder willst du nur über meinen Koran? Also wenn du nur über meinen Koran reden Du willst, bist dann gehe ich raus. hochgekommen. Ich will Okay. gerne auch über deine Bibel reden. Okay, holst du jetzt deinen Koran oder hast du immer noch Angst? Nee, wovor? Ich habe Angst vor Okay, Allah, dann hol nicht deinen vor Koran, dann hör auf mit Menschen. mir zu kommunizieren. Hol mal deinen Koran, bitte. Ja, warte mal. Der fängt an, mit mir zu kooperieren. Hol doch bitte deinen Koran. Ich sag sogar bitte, hol deinen Koran. Der versucht noch mit mir zu kooperieren. Ey, ja, aber nee, bitte, hol mal deinen Koran. Ich will gerne auch über die Bibel reden, ne? Hast du Angst? Warum? Why are you Nee, running to the warum? Bible?
Weil, okay, komm, ich habe den Koran jetzt. Du bist doch in meinem Stream. Ja, ist okay, ist doch okay. Okay, ist, dann hol deinen Koran. Warte. Du willst doch gerne, dass ich Christ werde, oder? Vielleicht hast du. Hab ich nie gesagt. Ja, ich habe. Luan, du bist hier oben. Luan, hör mal zu, Luan. Ich über deine Bibel reden will. Nur hey, ein Vers. Luan, du bist hier oben. Du bist gerade nur hier oben, weil du gesagt hast, du willst Christ werden. Okay? Ja, alles gut. Nur wegen dem, aber dann mach doch keine Faxen. Ja, ist doch alles okay. Benimm dich doch einfach und seid einfach anständig. Fertig. Ich rede gerade mit ihm, bitte. Ne? Okay, sag mal bitte, wo, welche Seite? Okay, es ist eine ganz einfache Frage. Ist der Koran Kalam Allah? Karim Allah? Ja. Ja, ist es. Okay, wo steht im Koran das Wort, dass der Koran Kalam Allah ist? Weißt du überhaupt, was Kerem Allah heißt? Das Wort Gottes, dass der Koran das Wort Gottes ist. Dann frage ich dich, weißt du, was das bedeutet überhaupt? Habe ich gerade eben gesagt, versuch mit mir nicht zu kommunizieren, such mir das bitte raus. Ich soll es dir raussuchen. Aber was verstehst du daran? Komm, ich frage dich, was verstehst du daran? Habe ich dir gerade eben vor 20 Sekunden erklärt, was Kalam Allah ist. Ich glaube, du kannst das nicht mal richtig aussprechen. Kerim Allah. Das Wort Gottes, dass der Koran das Wort Gottes ist. Such mir das im Koran raus. Okay. Kalam Allah. Such mir das im Koran raus. Okay, ich. Wow. Kann ich mal eine Frage stellen? Selbstverschwendung. Sorry, Flex, es tut mir echt leid. Alles gut, Dona. Alles gut. Alles gut, Dona. Du musst. Kannst du meine Frage geben? Ja, now you have to go to Google. Hört ihr mich? I thought so. Ja, wir hören dich. Darf ich eine Frage stellen? Ja, zum Thema ganz viel Wissen. Yeah, I thought so. Darf ich meine Frage stellen? Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Hörst du mich? Wir hören dich. Ja, das ist heißt großzügig. Kalam Allah heißt großzügig. Ey, das ist dein Ernst. Also das ist richtig. Ey Bruder, es tut mir leid, dass ich. Ey, das ist der Wahnsinn. Kalam Allah heißt großzügig. Wow. Das tut mir leid, ey. Ich muss mich stummen. Nein. Hast du gerade ernsthaft gesagt, Kalam Allah ist großzügig? Ja, er ist großzügig. Ich habe gesagt, Kalam Allah, such mir. Aber das Koran heißt nicht so Kalam Allah, das heißt Kerim Allah, wenn da nicht Kalam Allah. Du musst das schon deutlich aussprechen. Wo steht im Koran, dass der Koran das Wort Gottes ist? Wo steht das? Hä? Ich verstehe deine Antwort nicht. Ich verstehe dich gerade überhaupt nicht. Wo steht das? Okay, Leute, habt ihr gesehen? The biggest Jahil in the country. Mehr muss ich nicht dazu sagen. In den letzten Wochen, Leute, habe ich so viele Muslime hochgeholt, die wussten sofort, was Kalam Allah ist. Sie wussten, was Kalam Allah ist. Der Kerl hat sich noch nie mit seiner Religion befasst. Noch nie. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir in der Wahrheit sind. Doch, Amen. Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und der Abgang immer, ja? Dass wir diese Dunkelheit aufdecken. Nee, ich habe den rausgeschmissen, weil es hat keinen Wert, mit solchen Menschen zu reden. Darf ich mir eine Frage stellen? Ernst nehmen, das kann man doch nicht ernst nehmen. Das kannst du nicht ernst nehmen. Kannst du mich rausschmeißen, bitte? Dona. Ja? Wir haben nachher ein Gespräch. Es tut mir leid, ich dachte wirklich, er will Christ werden. Ja. Er hat es wirklich so oft geschrieben. Und ich habe ihn wirklich gefragt, meinst du das ernst? Und deswegen, du weißt genau, ich würde niemals hochkommen. Nein, alles gut, Schwesterherz, alles gut. Mein Gott, der war halt ein Täuscher. Ist halt eben so. Ne?
Ist halt ja, da habe ich mir doch schon eine Frage stellen. Ja. Ich habe eine Frage zur Bibel. Darf ich sie stellen? Die Frage ist, kennst du dich überhaupt mit deinem Glauben aus? Ja, ich kenne mich richtig gut mit meinem Glauben aus. Also, dann stelle ich dir mal eine Frage. Ist Jibril ein Engel? Jibril, nicht so. Wie bitte? Ja. Jibril ist ein Engel. Schau mal, ich stelle dir eine Frage. Ich bin hier reingekommen und dir eine Frage stellen. Hallo. Bist du in meinem Stream oder bin ich in deinem Stream? Schau mal, du bist ja hier in der Diskussion. Ich habe eine Frage an dich. Bist du in meinem Stream oder bin ich in deinem Stream? Ich bin in deinem Stream, als Gast bei dir. Dann stelle ich dir die Frage, ob du überhaupt Ahnung überhaupt über deinem Buch hast. Damit Bro, lass mich doch erstmal. Dann kannst du die Frage stellen. Ich bin doch hier reingekommen, ich wollte dir eine Frage stellen. Ich habe eine Frage zum Christentum. Hallo, hast du mir zugehört? Ich höre dir zu. Ich habe doch eine Frage. Ich wiederhole mich nochmal, damit du verstehst, was ich meine. Ja. Wenn du bei mir hier bist, muss ich ja wissen, ob du überhaupt eine Ahnung hast. So, danach kannst du mir gerne 3 Fragen stellen. Ich stelle dir aber eine einzige Frage. Lass uns doch mal andersrum machen. Ich stelle dir eine einzige Frage und dann kannst du mir 10 Fragen stellen, so viel du willst. Hallo, hast du mir gerade zugehört? Du bist in meinem Stream. Ist mir doch scheißegal, in welchen Stream es geht. Wenn es okay, stellst du mir jetzt die Forderungen oder stelle ich dir jetzt eine Frage? Oder kommst du mit deinen Forderungen zu mir? Dann mach einen Stream auf und ich komme zu dir rein. Dann kannst du mir Fragen stellen. Bruder, es ist doch nur eine Frage zum Christentum. Wirklich nur eine Frage. Hallo? Ja, hallo, hörst du dir selber zu? Es ist eine Frage. Hallo? Do you understand what I say? Hast du es verstanden oder hast du es nicht verstanden? Ich hab eine Frage. Hast du Angst vor meiner Frage oder was? Nein, aber du hast keine Ahnung, das ist das Problem. Ist Jibril ein Engel, ja oder nein? Lass mich doch die Frage stellen, warum steht in der Bibel, ja oder nein? Dass Jesus aus seinem Körper rausgekommen ist und sich... Ist Jibril ein Engel, ja oder nein? Warum steht in der Bibel, dass Jesus selber gebetet hat, er ist auf die Knie... Okay, go down, you are Jahil, du hast keine Ahnung, go down. Wisst ihr, wo das Problem ist, Leute? Ich sag euch, wo das Problem ist. Ja, ich erkläre es euch auch, warum ich zuerst die Forderung stelle. Weil diese Menschen ihre eigenen Bücher nicht verstehen. Sie wissen nicht mal, was da drin steht. Sie wollen christliche Fragen stellen, was sie ja immer so gerne tun. Sie wollen immer, ich habe eine Frage zum Christentum. Aber sie wollen nicht, dass wir Fragen stellen. Das wollen die gar nicht. Das wollen die nicht. Sie kommen, die letzten 10 Wochen sind sie immer hier reingekommen, haben immer Fragen gestellt. Wir haben sie immer beantwortet. Immer wieder haben wir die Fragen beantwortet. Immer wieder. Immer wieder haben wir die Fragen beantwortet. Wir können die ganzen Videos, ihr könnt das alles in YouTube anschauen. Jeder Moslem, der reingekommen ist, der hat immer eine christliche Frage. Wir haben sie immer beantwortet. Immer wieder. Aber wenn wir eine Frage haben, haben sie plötzlich gar keine Ahnung mehr. Wenn wir eine Frage haben, dann haben sie plötzlich, denn wollen sie ganz schnell zur Bibel springen, weil sie keine Ahnung haben. Sie haben keine Ahnung. Es ist einfach so. Lass mich dir eine Frage stellen, weil du kommst hier hoch. Ich gehe davon aus, du bist wissend, dann beantworte doch meine Frage. Ja, aber ich will dir eine Frage stellen. Warte, ich will dir eine Frage stellen. Ey, lass mich doch reden, Mann. Warum hast du so Angst? Ich habe eine Frage zur Bibel. Hey, let me speak. Why are you running? Ja, und den Koran haben sie auch immer nicht dabei, ne? Das ist auch etwas, ne? Und komischerweise, sie haben nie den Koran dabei. Jeden Moslem, den du fragst, ich bin gerade im Auto. Wo bist du gerade? Ich bin gerade draußen. Aber es ist richtig mucksmäuschenstill. Und er sagt aber, hey, ich bin aber nicht gerade zu Hause, ich bin draußen. Und du hörst so Wohnzimmergeräusche, hörst du die ganze Zeit. Man hört die ganze Zeit so Wohnzimmergeräusche, ja? Der läuft so in seinem Bett und so hörst du so alles. Der sagt aber, ja, aber Bruder, ich bin nicht zu Hause, ich bin draußen. Hol mal deinen Koran. Der sagt, ja, okay, warte, ich hol meinen Koran kurz. Hey, du Wahi, du Wudu, ja? Fass den Koran nicht an, mach Wudu. Ah, wow.
Wow, wow, so amazing. What a nice religion. Very intelligent. So beautiful. Yeah. So beautiful. Amazing. Und wenn sie den Koran haben, dann nicht auf Arabisch. Aber sie sagen, man kann ihn nur auf Arabisch verstehen. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Flex, Flex, ich muss langsam gehen. Ja, Bruder. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream. Gottes Segen an all meine Geschwister. Möge Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus mit uns allen sein. Alle, an Hanjar, Dona, Alessio, Patrick, Flex. Wir hören uns, wir sehen uns, so Gott will. Gute Nacht. So Gott will. Gottes Segen. Amen. Gottes Segen. Erstmal, bevor wir weitersprechen, der Kollege ganz oben, du musst dich ganz kurz muten für eine Sekunde. Oder ja, einfach kurz muten, bitte. Okay. Ja, danke schön, danke schön. Ich würde gerne etwas zitieren aus Matthäus Kapitel 5, Vers 21, ein bisschen Bergpredigt auch für alle. Es geht um die Ermahnung zur Versöhnlichkeit. Ja, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ja, und das ist das, was unser Herr Jesus Christus uns lehrt. Ja, du sollst nicht töten, sonst wirst du das Gericht verfallen sein. Ja, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Ja, wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort von dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Wir müssen vergeben. Ich weiß, das, was mit Emanuel passiert ist, es ist schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig, aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, wir müssen vergeben. Wir müssen wirklich vergeben. Ja. Tatsächlich, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, das, was mit Emanuel passiert ist, das hat mir so weh getan. Es hat mir so weh getan. Aber wir müssen vergeben. Egal was, Leute, wir müssen vergeben. Egal was. Ja. Wir müssen sogar erstmal Gottes Segen an alle Geschwister und guten Abend. Wir müssen. Gottes Segen, Abu. Gottes Segen, Gottes Segen, Geschwister. Ich muss sagen, ich finde es sogar sehr, sehr gut. Ich finde es sogar gut, Bruder, dass du das ansprichst wegen Marmari. Es ist wichtig, dass wir das immer erwähnen, dass wir ihn supporten, Bruder. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir ihn nicht vergessen. Dass wir sogar hier in Deutschland an ihn gedenken, Bruder. Das ist sehr wichtig, dass es jeder hören soll. Kommen wir um 1,5K. Jeder soll hören und sehen, was passiert ist mit unserem Bruder Marmari. Auf jeden Fall. Ein Kind Gottes, Bruder, ein Kind Gottes. Absolutely, absolutely. Deswegen, ich lies mal weiter. So lass deine Gabe, nee, halt, bei 25 bin ich jetzt. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich nicht dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ja. Noch eine letzte Sache. Ja, das ist eine Bergpredigt, die ist auch mega sehr schön. Matthäus 5, 43, da geht es um die Liebe zu den Feinden, was unser Herr Jesus Christus uns beibringt. Nicht so wie die Muslime, ja, wo die komplette Sura At-Tauba 9, wo Allah selber sagt, hey, bekämpft die Juden und die Christen. Ich lese euch etwas aus der Bibel vor, was unser Gott zu den Feinden sagt. Und das lese ich euch vor. Ihr habt aber gehört, gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jesus Christus sagt aber, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und was bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen? Weltweit wissen wir, Christen werden verfolgt. Emanuel wurde heute was angegriffen. Und das ist ein Vers, es ist ein sehr, sehr starker Vers. Ja, wir werden angegriffen, wir werden verfolgt, sie schreiben privat, sie wollen uns treffen, wo bist du, wo wohnst du? All das hat Jesus Christus prophezeit in der Bibel. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 5, Vers 43. Das ist eine Prophezeiung. Für mich ist das eine Prophezeiung.
Ganz einfach. Ne? Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Macht es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ganz einfach. Wir sind nicht hier zum Hassen. Wir Christen schreiben keinen Moslem an und sagen, hey, wo wohnst du, wo bist du? Ich will dich therapieren. Aber andersrum ist es leider so. Andersrum ist es leider so. Das ist die Erfahrung, was wir machen. Und das ist Emmanuel heute passiert. Und alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass Emmanuel am Leben ist. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Ganz, ganz viel Liebe. Yes. Amen, Bruder. Wo ich das gehört habe, bin sehr schockiert. Was hat er getan? Was hat dieser erwachsene, ältere Mann euch angetan? Was hat er? Er predigt doch nur. Er predigt die Liebe des Herrn und absolut so etwas. Ich bin so geschockt. Erst war ich geschockt, dann traurig und jetzt habe ich nur Wut. Aber mit deiner Stimme ist wieder Liebe, Bruder. Danke dir für diese schöne Worte. Amen. Also, Khanja wollte noch was sagen, dann lassen wir den Kollege oben sprechen. Ich lasse mal Abu Khanja reden. Nee, nee, Bruder, der Kollege kann oben gerne reden, Bruder. Alles gut. Okay. Kein Problem, Bruder. Jetzt. Alles klar. So, jetzt. Zu Marmari noch, bevor ich anfange. Also, möge Allah den Täter mit der Hölle bestrafen. Amin. Weil das ist echt nicht normal, dass man auf einen alten, süßen Prediger mit einem Messer zuläuft und einfach anfängt, ihn abzustechen. Also, Waludu Billah, das hat Allah nicht im Koran gelernt und auch nicht in der Sunna. Ich habe eine Frage wegen den zwei Geschwistern von vorher. Denen hast du ja beiden eine Frage gestellt. Mhm. Das, ich glaube, du hast irgendwas mit Sura 4 gesagt. Ich glaube, Sura 4, Vers 90 oder so. Kannst du es nochmal wiederholen? Das ist ja schon lange vergangen, aber du bist ja Muslim, gehe ich davon aus. So, also. Ja, Alhamdulillah. Okay. Du hast ja gerade eben gemeint, das lehrt der Islam nicht. Aber lies mal bitte, geh mal bitte auf Sure 47. Liebe Brüder, ich muss raus, muss morgen arbeiten. Ich wünsche euch Gottes Segen und ein noch gesegneter Stream, liebe Brüder. Wir sehen uns. Gottes Segen. Tschüss. Gottes Segen. Flex, ganz kurz, kannst du mich mal endlich rausschmeißen, bitte? Ach so. Dona, ich kann dich auch rausschmeißen, Dona. Alles gut, habe ich schon gemacht. So. Sure 47. Ich glaube, der Khan weiß nicht, welcher das ist. Welche Sure, Bruder? Hast welche? Du Koran bei dir? Hast du deinen welche Koran Sure, bei dir? Bruder? Ganz kurz. Der Kollege unten, wie heißt du? Ich? Ja, genau. Samet. Samet, hast du den Koran gerade aufgeschlagen? Ja, habe ich. Hast du Wudu gemacht? Für ja. Allah. Für Allah. Fürchte Allah. Hast du Wudu gemacht? Hast du Gebetswaschung gemacht? Fürchte Allah. Ja. Hast du deine Füße gewaschen? Hast du deine Hände gewaschen? Ja. Fürchte Allah. Okay, alles klar. Es ist nur für dich. Fürchte Allah. Okay. Ich meine nur. Sure 47, Vers 4. Mhm. Okay, lies uns das mal vor. Wenn ihr im Kampf auf die stoßt, die ungläubig sind, so haut ihnen auf den Nacken und wenn ihr sie schließlich siegerreich niedergekämpft habt,
dann schnürt ihre Fesseln fest. Lasst dann Herr Nash entweder Gnade walten oder fordert Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten von euch wegnimmt. Damn. Das ist so, und hätte Allah es gewollt, sie besiegen können. Aber er wollte die einen von euch durch die anderen prüfen, und diejenigen, die auf Allahs weggefallen sind, nie wird er ihre Werk zunichte machen. Bruder, kannst du mir erklären, was da passiert ist? Also, hey, boah, ich bin gerade schockiert. Erzähl mal, was da passiert, Bruder. Nee, ehrlich, ich würde es gerne verstehen, aus deinem Mund. Ich möchte nur von dir hören, Bruder, nicht unsere Philosophie. Also du nicht Flex sein, denn ich meine, was hast du verstanden, Bruder? Was ist also passiert? Also was von Vers verstanden hat, hier steht ja, wenn ihr im Kampf auf die stößt, die Ungläubigen sind. Also da steht ja dann... Weißt du, wer laut Islam die Ungläubigen sind? Die Christen und die Juden. Auch. Ja, genau. Und was ist dann mit denen passiert? Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann... Warte, Abu Ranja, er ist ehrlich, er hat gesagt, auch. Du bist ehrlich. Genau, das stimmt. Du bist ehrlich. Schon mal Respekt, genau. Respekt, du bist ehrlich. Was ist dann passiert, Bruder? Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann? So haut ihn auf den Nacken und wenn... Stopp, was bedeutet das, Bruder, auf den Nacken hauen? Was bedeutet das? Ja, also... Flex, Flex. Also, ich weiß nicht, ob ich das wegen TikTok so sagen kann. Sag TikTok sportlich. TikTok sportlich, also den Kopf ab. Genau. TikTok sportlich. Findest du, dass sowas kann von Gott kommen, der dir das befiehlt? Bin mir ehrlich, Samet. Gott befiehlt den Muslimen, anderen den Kopf abzuhauen. Flex. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich kacke ab, Bruder. Ey, Mann, das ist nicht normal. Normalerweise ist es gar nicht zum Lachen, Bruder. Das ist schon traurig, ja. Das sind uns mit unseren Vorfahren, was mit unseren Vorfahren passiert ist. Aber Samet, kannst du mir erklären, kann sowas von Gott kommen? Der quasi Muslime zu Muslimen sagt, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann Kopf ab. Findest du das aber okay? Das, weil diese Methode... Ja, Abu Khanja, das ist ja, im Kampf. Da steht ja, wenn ihr im Kampf auf sie stößt, sollst du sie ja köpfen. Wenn du sie ja nicht, machen würdest, dann würden sie ja das mit dir machen. Okay, wir machen anders, ganz kurz. Du weißt, dass in Amerika, es gibt in Amerika die Todesstrafe, richtig? Ja, also wenn du quasi jemanden ermordest, dann kriegst du in bestimmten Bundesstaaten in Amerika kriegst du ja die Todesstrafe. So. Warum aber komischerweise, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, wenn du denjenigen nicht nur umbringst, TikTok sportlich, sondern wenn du ihn zerstückelst, dann kriegst du eine doppelte Strafe. Warum? TikTok sportlich. Warum bekommst du eine härtere Strafe vom Gericht, wenn du denjenigen nicht nur umgebracht hast, TikTok sportlich, sondern zerstückelst, TikTok sportlich? Ich weiß es nicht. Welche Symbolik steckt dahinter, wenn man jemanden den Kopf abmacht, TikTok sportlich? Umbringen ist ja die eine Sache, aber welche Symbolik steckt dahinter, dass man jemanden den Kopf abmacht, TikTok sportlich? Also was steckt dahinter? Welche Symbolik? Eigentlich, wenn man ja so den, wenn man jetzt so öffentlich jemanden so machen würde. Es geht nicht um öffentlich, Bruder. Allgemein. Von mir aus öffentlich. Was passiert mit den Menschen? Wir nehmen als Beispiel IS, TikTok sportlich. Was hat IS Daesh gemacht? Hat das was mit dem Islam zu tun? Nein, weil sie in der Religion übertreiben und. Hat IS was mit dem Islam zu tun? Was? Ja, aber das sind ja... Achso, ja. Also haben die schon was mit dem Islam zu tun, IS? Ja, schon, aber das sind ja... Sehr schön. Nein, Bruder, ganz gut. Ich sag nicht, dass... Guck mal, du musst nicht mit ihrer Meinung sein. Das sage ich nicht. Ich frage dich nochmal. Hat der IS was mit dem Islam zu tun? Ja, schon. Sehr schön. Das heißt, das, was der IS gemacht hat, ist es mit dem Koran zu rechtfertigen? Nein. Sure 47, Vers 4 haben wir gerade vorgelesen. Sie haben genau das gemacht, was in dem Koran steht. Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, Kopf ab, TikTok sportlich. Aber das sind ja, warte. Aber das sind ja die Khawarij gewesen, also die... Es geht nicht, nein, du verstehst mich immer noch nicht.
ganz kurz, ich sag's dir nochmal. Es geht nicht um Khawarij, es geht nicht darum im Kriegszustand, es geht um die Symbolik dahinter. Ich sag nochmal, was IS gemacht hat mit Kopf ab, haben die nicht das gemacht, was auch im Koran steht, mit Kopf ab? Das steht doch drin. Das, was IS gemacht hat mit Kopf ab, TikTok sportlich, das steht doch auch im Koran. Dass wenn man auf die Ungläubigen trifft, IS hat doch genau das gemacht, Bruder. Ja, aber im Kampf, das war doch gar kein Krieg. Das IS ist doch im Kampf. Sie sagen doch, das ist der Kampf gegen die Ungläubigen, wie also im Koran steht. Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann Kopf ab. Und IS also, war im Kampf gegen die Ungläubigen. Wir machen das einfach. Ich lese den Tafsir dazu, okay? Damit du selber verstehst, dass es um die Ungläubigen handelt. Wir Christen sind ja laut Islam ungläubig. Weil die meisten Muslime, die hier im Chat sind, die sind einfach nicht ehrlich. Es geht hier um den Tafsir. Der Tafsir erklärt das. Ich lese es mal vor. Sehr schön. Also, when you encounter in a battle those who disbelieve, then attack them with a striking of the necks. Oh mein Gott. Also, stell dir mal vor, wir sind jetzt im Kampf und du siehst einen Ungläubigen, weil ich bin ja laut deiner Religion ein Ungläubiger. Weißt du, was du mit mir machen musst? So? Also, ich verstehe ja, was du meinst, aber... Aber Bruder, wenn man ja im Kampf wäre, dann würde ja mein Gegner das gleiche. Warum redest du immer über den Gegner? Wir reden doch gerade davon, ob IS. Shalom, ist mein Shalom, Bruder. Ob IS okay, was mit dem Koran zu tun hat. Er hat, okay, sagen wir Krieg. Okay, dann lassen wir so, wir machen leichter. Wenn einer aus dem Islam tretet, was kannst du mit ihm machen? Was dürfte du mit ihm machen? Was ist seine Strafe? Was ist die Strafe an einem Murtad, Samet? Der aus dem Islam rausgetreten ist? Ja, genau. Weißt du, was Mohammed sagt, wenn jemand die Religion wechselt? Ja, Bruder, lass ihn. Flex, lass ihn. Wir machen erstmal, ob Samet das weiß, weil er sagt ja, also, hier ist nicht töten. Und gucken, also ich habe ein paar Interpretationen gehört, wo man meinte, nur unter einem Land mit der Scharia musst du... Wir reden über die Scharia, in der Scharia. Was passiert mit einem, der den Islam verlässt? Dann auch... Ach so, auch krr. Also er hat ja keinen Krieg geführt, er geht aus Islam raus und dann muss krr gemacht werden. Und das ist nicht in einem Krieg, ne Samet? Das ist nicht während einem Krieg, auch nicht während einer Verteidigung. Das ist einfach nur, weil er den Islam verlassen hat. Ist es okay, dass er krr bekommt? Ehrlich. Ich kann das Herz. Nicht beurteilen. Samet, hart ans Herz. Ich weiß, dass du im Inneren schon recht gibst. Du willst nicht vor 1,3 Leute, willst du das nicht zugeben. Aber Samet, bitte. Ich weiß, du bist ein ganz, ganz netter Typ. Vor 1,3 Leute, sei ehrlich auch zu dir selbst. Ist das okay? Es ist weder im Kriegszustand, weder in der Verteidigung. Es ist in einer Scharia, nur weil er den Islam verlassen hat, Bruder. Überleg mal, es ist dein Vater. Stell dir mal vor, dein Vater, ein sehr netter Familienvater. Er hat Frau, er hat Kinder, ihr seid zufrieden mit ihm. Er geht arbeiten, Bruder. Er hat niemandem was getan. Er hat weder gestohlen, weder irgendwas. Er sagt zu dir irgendwann, mein Sohn, ich möchte den Islam verlassen. In der Scharia, ne? Ich möchte den Islam nicht mehr. Und du sagst zu ihm, Papa, aber ich liebe dich trotzdem wie vorher auch. Alles okay. Dann kommt die Scharia-Polizei und sagt zu ihm, jetzt bekommst du... Ist das okay, Bruder? Hand ans Herz. Bitte. Genau. Und ist das für dich okay, ja, Samet? Ja. Und was soll man mit dem machen, wenn er hat ja 3 Tage Frist. Wenn er nicht Muslim wird, dann muss er gemacht werden. So, Habibi. Jetzt gehen wir von weiter. Was kann man noch mit ihm machen? Töten? Also, Bruder, warte, ich will erstmal seine Meinung hören, Bruder. Du kannst weitermachen gleich. Ja, ja. Samet, was sagst du dazu? Ja. Ist es okay für dich, dass dein Vater passiert? Also ich sag so, das wäre halt traurig, wenn das passieren würde. Was traurig? Das ist dein Vater, Samet. Ich weiß, aber weil ich ja Muslim bin, glaube ich ja daran, dass das Gesetz Gottes ist. Samet, das ist dein Vater. Er hat doch niemandem was getan. Er ist doch ein Familienvater. Er hat doch weder was Schlimmes gemacht, er will einfach nur den Islam verlassen. Er tut doch niemandem was. Du kannst doch nicht sagen, dass es, ja, es ist halt so. Bruder Herz, wo ist, ihr sagt doch jetzt mal, es gibt keinen Zwang im Islam. Du kannst doch nicht sagen, es ist okay, es ist dein Vater, Mann. Ist es dein Ernst, Samet? Ey, mach dir mal Gedanken, Samet, das ist nicht normal, wirklich. Mach dir mal echt Gedanken, was du hier gerade gesagt hast. Das ist Mafia-Struktur. Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist, Samet? Das Problem ist... Du hast Angst, jetzt was Falsches zu sagen, aber ich kann dir jetzt schon sagen, schon alleine diese Aussage solltest du dir Gedanken drüber machen. Also es ist, 100%. Keiner will dich hier überzeugen, aber mach dir Gedanken drüber.
sein eigener Vater, Samet, ich bitte dich. Ey, was hat er, du kannst doch sowas nicht über deinen Vater. Ich kann mir vorstellen, du liebst deinen Vater und er liebt auch dich. Ohne deinen Vater wärst du nicht auf dieser Welt. Wie kannst du sagen, es ist so, aber weil nicht Allah nur sein will. Vater, auch seine Tochter, sein Sohn muss auch, das genau. vollziehen. Seine das ist Mutter. Nicht normal, wirklich. Das ist nicht normal. Samet, ehrlich, du hast mich jetzt echt enttäuscht. Also, wo ist deine Menschlichkeit? Dein eigener Vater, dein Fleisch und Blut. Du sagst, es ist okay, weil Allah das will. Ja, wo ist denn hier bitte schön die Yawm al-Qiyamah? Für was wartet ihr auf Yawm al-Qiyamah? Für was? Er ist doch schon gerichtet. Dein Vater wird hier schon gerichtet. Für was soll ihn Allah nur richten? Er wurde doch schon gerichtet. Von Menschen. Überleg mal, von anderen Muslimen wurde er gerichtet. Für was wartet er auf das Gericht von Allah, wenn er doch hier schon gerichtet wird? Absolut. Bruder Herz, Allah soll ihn doch richten später. Wenn er den Islam verlassen hat, okay, Allah wird ihn recht leiten. Oder er wird ihn in die Hölle schicken, wie auch immer. Er wird ihn quasi für seine Tat, wird er von Allah bestraft. Aber warum wird er jetzt schon in dieser Dunya, bekommt er Krk? Bruder Samet, bitte. Ein armer Vater, ehrlich, der tut mir so leid, Bruder. So viele Muslime, die hier zuhören, eure Väter. Lass ihn reden, Bruder Abu Khanja, lass ihn reden. Ja, Samet? Ja? Du kannst sagen, was du im Herzen hast, Habibi. Wir wollen dich nicht überfordern, das ist ja kein Problem. Aber so ist die islamische Lehre. Du musst ihn wieder akzeptieren. Du lebst ja damit und du hast das, so ist das. Ich werde meinen Vater, meine Mutter und meine Kinder machen für Allah. Ist mir egal, Hauptsache Allah hat das befohlen. Mein Herz. Aber Gott hat dir einen gesunden menschlichen Verstand gegeben. Einen gesunden menschlichen Verstand. Menschlich. Dass das nicht von Gott kommt. Durch allein niemals. Der wahrhaftige Gott, der allmächtige Gott, redet zu deinem Gewissen. Jesus Christus sagt zu dir, Samad, das ist nicht richtig. Es ist deine Mutter, dein Vater. Ich habe den freien Willen gegeben. Du musst ihn nicht machen. Du musst nur für die beten. Und genau. Liebe deinen Vater, deine Mutter. Das 100%. Ist die Botschaft der Bibel, Habibi Samad. Und ich will dir eine Sache mitgeben, Samad. Kein Mensch will dich hier überzeugen, aber es geht um deine Ewigkeit. Ja, und ich merke, du bist voll der Herzensmensch. Du bist voll lieb. Ich höre das auch raus. Und du bist ein angenehmer Mensch. Du bist wirklich sehr angenehm. Das merkt man auch. Man kann mit dir reden. Ja, du bist angenehm. Ich will dir etwas mitgeben. Lies das bitte. Okay, hast du einen Stift da? Ich habe hier einen zweiten, ich kann hier einfach schreiben. Okay, bitte gib mal ein Sunan. Gib mal Sunan. Eine Sekunde. Ja, alles gut, lass dir Zeit. Sunan ibn Maya? Nein, Sunan al-Nasai. Sunan al-was? Al-Nasai. Sunan al-Nasai. Nasai wird mit N-A-S-A-I und dann 4059. Genau. 4059. Und dann lies uns das mal bitte auf Englisch vor. Oh, warte, scheiße, ich bin aus. Eine Sekunde, ich muss es nochmal neu gehen. Kein Stress, alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Vier null fünf neun. Okay. Lies mal vor. Ibn Abbas said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever changes his religion, kill him. Great Sahih. Hast du gehört, was Mohammed gesagt hat? Ja. Was hat Mohammed gesagt? Dass du machen sollst mit denen, der aus einer Religion geht. Okay, ist das Gott gegeben? Wenn jemand sagt, hey, if you change your religion, weißt du, was Jesus Christus sagt? Jesus Christus sagt, du hast dein Leben lang Zeit, den Weg zu mir zu finden. Und hier sehen wir aber, Allah gibt dir diese Möglichkeit nicht, sondern Mohammed hat hier seine Regel und sagt selber, hey, if you change your religion, dann gibt's. Ja.
Bitte, Samet, mach dir Gedanken über deine Ewigkeit. Mehr kann ich dir nicht sagen. Keiner hat gesagt, dass wir dich hier überzeugen, will keiner. Aber mach dir Gedanken über deine Ewigkeit. Denn Gott bringt dich nicht um, nur weil du eine andere Religion hast, sondern du hast dein Leben lang Zeit, den wahren Gott zu erkennen. 100%, Bruder. Soll ich dir mal einen Vergleich geben zu der Bibel, Samet, als Vergleich wegen dieser Sachen? Natürlich. Weißt du, was Jesus Christus in der Bibel sagt, Samet? Komplett was anderes. Guck mal, es gab eine Situation, Jesus Christus und Petrus. Ja? Sie wollten Jesus festnehmen. Weißt du, was Petrus gemacht hat? Petrus musst du vergleichen mit Omar oder Abu Bakr als Beispiel, Sahaba. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, Petrus, Bruder, hat es nicht böse gemeint. Er wollte nur Jesus beschützen. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat denjenigen, der Jesus packen wollte, ne? Petrus hat ihm den Ohr abgeschnitten, TikTok-sportlich, weil er Jesus verteidigen wollte. Weißt du, was Jesus zu ihm gesagt hat? Was? Nicht Allahu Akbar. Oder hast du gut gemacht? Jesus sagte zu ihm, Petrus, steck dein Schwert wieder in seinem Ort, in die Scheide, also da, wo das Schwert hingehört. Ne? Denn wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Weißt du, warum er das gemacht hat? Weißt du, warum er das gesagt hat? Bruder, weil Jesus sagt in Epheser 6, 12, sagt Jesus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte, Bruder. Unser Kampf ist nicht in Fleisch und Blut. Deswegen hat Jesus zu Petrus gesagt, steck dein Schwert wieder zurück. Das ist der komplette Unterschied. Guck mal, wie unterschiedlich, Bruderherz, die Botschaft der Bibel ist und die Botschaft im Koran. Guck mal, die Kernbotschaft im Koran ist eine ganz andere. Guck mal, was Jesus hier sagt. Er sagt, steck das Schwert zurück, Bruder. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen die geistigen Mächte, Bruder. Gegen die geistigen und nicht Fleisch und Blut. Was ist es für ein Gott, wozu dir sagt, töte ihn, TikTok sportlich, weil er den Islam verlässt. Töte ihn, weil er ein Ungläubiger ist, TikTok sportlich. Jesus lehnt sowas ab. Guck mal, was Jesus sagt. Guck mal, was Mohammed sagt, Bruder. Du musst dich bei sowas beschäftigen. Nicht immer, ja, das war in der Verteidigung. Habibi, Jesus, Petrus hat doch Jesus verteidigt. Die wollten doch Jesus packen. Der hat Jesus nur verteidigt, er hat nicht angegriffen. Er hat verteidigt und trotzdem sagte Jesus zu ihm, nein, pack das Schwert weg. Bruder, du kannst dich jedes Mal rechtfertigen mit, Bruder, das war in der Verteidigung und das war hier in der Verteidigung, Habibi. Was ist die Botschaft von Mohammed, als er in dieser Dunya kam? Was war seine Botschaft? Eine Herrschaft auf dieser Erde. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Guck, Jesus sagt wieder was anderes. Weil diese Welt ist vergänglich, Bruder. Wir streben vom Himmelreich, nicht das Reich in dieser Dunya. Wir Christen möchten hier keine Herrschaft, ein Kalif. Wir möchten das nicht. Wir möchten nicht einen Kalif dienen. Wir möchten nur Gott dienen. Sein Reich ist nicht von dieser Erde. Nicht von dieser Erde, Bruder. Diese Erde ist vergänglich, Habibi. Diese Erde, diese Dunya ist vergänglich. Wir wollen in ein Himmelreich, Habibi. Wir möchten das hier nicht. Mach dir mal Gedanken. Guck mal, wie unterschiedlich die Botschaft von Mohammed, die Botschaft im Islam und die Botschaft in der Bibel sind komplett unterschiedlich. Der eine will eine Herrschaft auf dieser Erde. Mohammed, er möchte einen Kalif hier quasi als Anführer. Jesus sagt, nein, wir wollen das gar nicht. Wir wollen keinen Gottesstaat. Wir möchten das nicht, weil unser Reich ist nicht von dieser Welt, Bruder. Wir möchten ins Paradies und nicht hier irgendwas aufbauen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen, Bruder, Amen. Mach dir Gedanken. Aber wenn du ja so einen religiösen Staat hast, Bruder, dann sind doch mehr Leute, die... Bruder, wir sterben doch. Diese Dunya ist doch vergänglich. Wir möchten ins Himmelreich bei Gott. Was bringt dir so einen Staat? Was bringt dir so einen Staat? Es wird nie 100% gerecht sein, weil nur Gott ist gerecht. Nicht irgendein Kalif, nicht irgendein Staat. Richtig. Du wirst nie einen Staat finden in dieser Dunya, wo zu 100% gerecht ist. Niemals. Warum? Weil wir Menschen sind. Aber Gott ist gerecht. Wir nicht. Wir sind Lügner. Absolut. Wir sind Sünder. Richtig. Wir sind nicht gerecht. Nur Gott ist wahrhaftig, Samet. Deswegen möchten wir sowas nicht. Ein Mensch wird nie gerecht sein. Nur Gott ist gerecht. Deswegen streben wir von was? Vom Himmelreich. Ja, deswegen sagte Gott, Jesus Christus eindeutig, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja? Richtig. Merkt ihr das, Bruderherz? Merkt ihr das, Samet? Für die Zukunft. Samet. Kompletter Unterschied. Genau. Samet, ich wollte dir nur ein Kompliment geben. Du bist sehr, sehr respektvoll. Da sollten sich viele 100%. Eine Scheibe abschneiden. Yeah. Und was ich dir noch als Lob gebe, du bist keiner, der heuchelt. Du bist kein Heuchler. Warum? Du hörst zu,
und guckst es an und versuchst es mit Lügen. Du lügst nicht und du musst es nicht mit Lügen verteidigen. Und das finde ich wirklich sehr gut, weil du bist da wirklich, ich finde, du bist da neutral, du bist da offen und hörst dazu, um was es wirklich geht. Und deswegen, Samet, ich kann es dir nur ans Herz legen, lass dich bitte nicht verarschen, guck in den Schriften rein und dann wirst du es auch verstehen. Okay? Richtig. Ich bin mir sicher, Bruder, er wird zur Wahrheit kommen. Ich bin mir sehr, sehr, wirklich sehr, sehr sicher sogar. Okay. Aber Samet, noch bevor du gehst, Bruderherz, ich möchte dir noch irgendwas ans Herz legen, wieder über die Bibel. Ich bin verpflichtet, dir nicht meine Worte zu sagen, sondern die Worte, die Jesus Christus gesagt hat. Okay? Ich bin sehr bibeltreu, Bruder. Ich sage dir immer nur das, was die Bibel sagt. Als Nasiha für die Zukunft. Okay? Hör mir gut zu. Nicht ich sage das, sondern Jesus sagte. Bevor ich anfange zu lesen, Bruder, wenn du auf der Straße siehst, wie Muslime beten, findest du das okay, dass sie das jedem zeigen, wie sie beten, Samet? Also zum Beispiel, ich habe mal draußen gebetet, aber das war, weil ich knapp an der Zeit war. Hast du gerade eben gesagt, dass du draußen gebetet hast? Hast du einen Gebetsteppich mal draußen aufgemacht, richtig? Nein, ich habe meine Jacke benutzt. Okay, darf ich dir was vorlesen? Ja. Okay, weißt du, was der Herr Jesus Christus prophezeit? Ich lese es dir mal vor in Matthäus 6,5. Gleich, Bruder. Ich wollte da hinkommen. Ich möchte erstmal hören, was er sagt. Danach kannst du sofort vorlesen, weil da will ich hin. Genau da will ich hin, Bruder. Deswegen habe ich erstmal gesagt, ich frage ihn. Mal gucken, was Jesus dazu sagt. Samet, nochmal. Wenn du auf der Straße bist und du betest und du zeigst auch den Leuten, dass du Ramadan machst. Jeder soll sehen, dass du Ramadan machst. Jeder soll sehen, dass du ein Muslim bist, ein Mu'min. Jeder soll sehen, dass du Alhamdulillah ein Muslim bist. Du hast einen langen Bart. Du ziehst dich sehr traditionell an, islamisch. Hauptsache, es ist Sunnah. Jeder soll sehen, dass du ein Muslim bist. Die sehen sogar, ich habe Zeit, yalla, ich muss beten. Jeder soll sehen, wie du betest, Bruder. Weißt du, was Jesus dazu gesagt hat? Du bist dran, Flex. Lies mal vor, was Jesus über solche Menschen gesagt hat. Guck mal, das wurde prophezeit, Habibi. Das wurde prophezeit. 600 Jahre vor Mohammed hat es der Herr der Herrscharen, Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, hat es vor 600 Jahre vor Mohammed schon prophezeit. Flex, bitte lies mal vor, was Jesus Christus über solche Menschen gesagt hat. Darf ich dir das vorlesen, Samet? Ja, klar. Okay, ich sag dir, was der Herr Jesus Christus prophezeit hat. In Matthäus 6, Vers 5. 6, Vers 5, ja, eine Sekunde. Ja, kein Problem, lass dir Zeit. Genau, lass dir Zeit, Bruder. Schreib dir auf, Samet. Matthäus 6, Vers 5 bis 14 geht es eigentlich. Aber mach erstmal ab 5. Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Genau. Weil das passt 1:1, Bruder. Ich sehe schon die ganzen Muslime in den Chat kommen und sagen, lass den Jungen in Ruhe, wir reden. Ja, natürlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, um sich den Menschen zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Okay, stopp. Wer ist damit gemeint, Samet? Dreimal darfst du raten. Also. Wer schmeißt denn Gebetsteppiche in den Synagogen und betet, um von Leuten gesehen zu werden? Wer sind denn diese Leute? Hand ans Herz, Samet. Sei ehrlich. Hand ans Herz, sei ehrlich, bitte. Also die draußen beten, das sind ja die Muslime. Dankeschön, das war's. Sehr schön. Das passt. Aber ich gehe sogar einen Schritt weiter, Bruder. Wir reden jetzt mal über die Ramadan machen, die jeden zeigen wollen, dass man Ramadan macht. Weißt du, was Jesus dazu sagt, Bruder? Was? Jesus Christus sagt, und auch wenn ihr Gebete macht, du weißt doch selber, Muslime beten doch gerne, rezitieren gerne den Koran, verstehen ihn aber gar nicht. Ne? Jesus sagt aber wieder sehr, sehr schön, ne? Sehr, sehr schön, Gott, ich bin so froh, Bruderherz, Jesus hat dazu alles eine Antwort. Matthäus 6, 7 sagt Jesus Christus, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denen sie meinen, dass sie um ihres Redens willen gehört werden. Das heißt, stell dir mal vor, Bruder, du plapperst die ganze Zeit so, ja, la, 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 die ganze Zeit, ne? Das möchte Gott nicht. Das sind die Heuchler, die sowas machen. Richtig. Du plapperst irgendwas nach, Bruder, plapperst einfach irgendwas nach und denkst im Moment, du kommst gut an bei Gott. Du kommst bei ihm gut an. Gott möchte das nicht. Gott möchte, Bruder, dass du das sagst, was du im Herzen hast. Wenn der Bruder, der wahre Glaube, zum Beispiel, wenn er betet oder wenn der Bruder Flex betet, ne, dann beten wir,
Das ist eine Kommunikation. Das heißt, ich sage das, was ich im Herzen habe, zu meinem Herrn. Ich muss nicht irgendwas auswendig lernen, Bruder. Das muss ich nicht. Gott möchte das nicht, was du irgendwas klapperst. Lies das mal vor. Genau, lies mal vor, Bruder. Guck mal, Samet, darf ich es dir vorlesen? Ja. Gleich nach diesem ganzen Text, was wir zusammen gelesen haben, kommt nochmal das Fasten. Also, ich will dir nicht zu nahe treten, weil du bist wirklich sehr, sehr respektvoll. Ich kann mit 100%, Bruder, ja. Ich kann mit dir ganz ruhig reden, ich merke das auch. Wenn diese fasten, ja, ich sage jetzt mal Muslime, wenn Muslime fasten, dann sieht ja jeder Ramadan, Muslime fasten, sie werden gesehen, dass sie fasten. Ist das richtig? Oder richtig. Ja. Richtig? Und sehr offensichtlich, ja. Ne? Sehr offensichtlich, sehr offensichtlich auch. Auf Vers 16 lese ich gerade, willst du hinaus, oder? Ich lese das vor. Ich lese es mit. Lies vor, Bruder, jetzt lies vor. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster breit sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, okay, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. So, wenn du fasten tust, dann sollte man nicht wie ein Heuchler fasten, sondern was? Die Sachen, die dir wichtiger waren davor, die legst du ab. Sachen, die dir schmecken, die legst du ab. Sachen, die dich stören können, legst du weg. Netflix, weg. Fernsehen, weg. Handy, weg. Das ist für mich Fasten. Und dann, dass du nur mit Gott bist, mit deinem Herrn, das ist Fasten. Das nennt man Fasten. Fasten ist wie Heuchler. Richtig, und weil Jesus damit, sagt auch deutlich, füge, Bruder. Ja. Samet, ich füge sogar noch was hinzu, denn lasse ich Ranja reden. Ja? Samet, John war Augenzeuge von Jesus Christus gewesen. Okay? Er hat mit Jesus gesprochen, er hat gesehen, er hat alles frisch dokumentiert. Und dann kommt aber jemand 600 Jahre später, der mit Jesus nie eine Verbindung hatte, mit Jesus nie gesprochen hat und Jesus nie kommuniziert hat, weder noch will er uns sagen, es erschien ihnen nur so. Jesus richtig. Hat kein Arabisch gesprochen, Jesus hat Aramäisch gesprochen. Bitte richtig. Sammelt, mach dir Gedanken drüber, es geht um deine Ewigkeit. Lass dich nicht verwirren, lass dich nicht verarschen. Denn die Bibel spricht hier Fakten und Wahrheit. Und prophezeit, Bruder. Alles, das, was wir vorgelesen haben, ist prophezeit. Das ist alles prophezeit, Bruder. Und die Bibel geht sogar noch weiter, Bruder. Es geht sogar noch weiter. Ich lese noch was Schönes vor. Und wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Bruder, was bedeutet das? Man sieht es ihnen sogar im Gesicht. Dann, guck mal, ich faste Ramadan. Hey, was willst du von mir? Hey, ich faste. Okay, lass mich in Ruhe. Bruder, sie wollen es jedem zeigen, dass sie schlecht gelaunt sind, weil die fasten. Sie brauchen diese Aufmerksamkeit. Jeder soll sehen, dass sie fasten. Warum isst du vor mir? Wieso isst du vor mir? Ich faste. Habibi, wenn du fastest, wir Christen, wenn wir fasten, wir müssen es niemandem sagen und sollen es sogar niemandem sagen. Wir sollen es niemandem sagen, Bruder. Wenn wir beten, dann sollen wir in einen kleinen Raum gehen, Bruder, uns sogar zuschließen und dann beten. Keiner soll sehen sogar, dass wir beten. Und wenn wir fasten, Bruder, soll es keiner uns anmerken, dass wir fasten. Und die Muslime, Bruder, oder der Islam ist komplett das Gegenteil. Komplett das Gegenteil, Bruder. Jeder soll sehen, dass wir fasten. Jeder soll sehen, dass ich bete. Und Jesus Christus sagt selber, das sind die Heuchler, die Munafiqun. Das sind die Munafiqun, Bruder. Die zeigen sich nur von außen. Wir sind Mu'minin. Wir sind voll die gläubigen Muslime. Jeder soll sehen. Bruder, Jesus hatte 600 Jahre vor Mohammed schon prophezeit. Aber das mit diesem Sehen ist... Abu Khanja al-Syriani. Gott segne dich, Bruder. Und, hast du verstanden, Samet? Ja. Wir lesen, schau mal, wir lesen, was wir die Thema vorhin gesagt haben. Warum befiehlt Allah die Ungläubigen zu töten? Weil die Islam nicht beitreten. Er möchte diese ganzen Menschen zu seinem, unter seinem Joch bringen. Mit Gewalt. Wir lesen zum Beispiel, vielleicht lesen wir für Johannes 16, Vers 1 bis 3, Bruder. Was sagt Jesus Christus zu den Muslimen? Kleinen Moment. Johannes 16, was?
Vers 1 bis 3. Oh, ich habe das komischerweise sogar offen. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder euch tötet. Meint, Gott hat den Gott einen Heiligen Geist zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Es geht darum, dass sie dich jagen werden, nur weil du was den Herrn Jesus Christus angenommen hast. Oder das, den Weg des Herrn Jesus Christus folgst. Und dadurch werden sie dich jagen. Und das sehen wir auch bei Emanuel. Er predigt, er spricht nur über das Christentum. Amen, Amen. Richtig. Richtig, absolut, Bruder. Absolut. Samet, ich will dich jetzt auch nicht so lange aufhalten. Ich will mich erstmal wirklich bedanken für deinen Respekt und dass du zuhörst und dass 100%. Du diese Dinge überprüfst. Ja? Richtig. Es geht aber um deine Ewigkeit. Ja, sag ich dir ganz ehrlich, es geht um deine Ewigkeit. Lies einfach und ich bin fest davon überzeugt, du bist nicht dumm, du bist schlau. Überprüfe es. Und dann wirst du es auch erkennen. Ich bin mir sicher, Bruder, dass er alles aufnimmt. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Er nimmt das alles auf. Er ist nicht dumm, er schreibt sich das sogar auf. Deswegen, Samet, Gott segne dich wirklich. Und ich hoffe, dass du... Lies die Bibel selber. Selber lesen, Bruder. Glaub uns nichts, Bruder. Lies einfach, was die Bibel sagt. Ja, ich habe ja auch vorgelesen. So. Sehr schön, Bruder. Du wirst sogar merken, wen Jesus Christus jedes Mal meint mit den Heuchlern. Tut mir leid, Bruder. Ich geb dir einen Tipp, bevor du gehst, Samet. Lies bitte das Neue Testament und dann werden dir einige Dinge klar. 100%. So klar, Bruder. Richtig. Ich bin mir sicher, Bruder, du bist auf einem guten Weg. Und bitte, bitte mach das, Bruder. Hol dir die Bibel, Bruder. Lies es dir vor, Bruder. Und wenn du Fragen hast, komm zu uns. Wir geben dir jedes Mal Stellen. Du kannst selber nachlesen. Du wirst merken, dass Jesus jedes Mal Muslime anspricht mit diesem Verhalten. Jedes Mal, Bruder. Das mit Gewalt, das mit Fasten, das mit Beten. 1:1, Bruder. 1:1. Und wenn ihr euch wäscht, vor dem Gebet, Bruder, Jesus Christus will das nicht. Genau, der Herr Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um die Menschen zu retten, die verloren sind, die Sünder. Und die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Alle haben Gottes Wege verfehlt. Die sind alle in Sünde gegangen. Und deswegen, Gott ruft uns zur Ewigkeit. Er möchte ihm das Ewigkeit schenken. Gott möchte keine Religion uns geben. Gott hat keine Religion. Sondern Gott sagt, ich möchte dir das Ewigkeit schenken. Nicht durch deine guten Werke. Ich bin gekommen, dich zu retten, als Mensch zu werden. Überlegst dir, warum musste Jesus Christus ausgerechnet durch eine Jungfrau geboren werden? Warum nicht Mohammed? Warum nicht Musa? Warum gar kein anderer Mensch? Was war der Zweck dahinter, dass der Isa, zum Beispiel bei euch und Mariam, sollte durch Maria geboren werden? Als makellos, heilig, ohne Sünde. Mohammed hatte Sünde gehabt, vollkommen, ABZ. Aber warum war Jesus Christus ohne Sünde, laut der Koran, in der Bibel steht geschrieben, der ohne Sünde war? Für die Sünde hat er sein Leben gegeben. Warum musste dieser Jesus, der Herr Jesus Christus, kommen ohne die Sünde? Durch eine Jungfrau geboren. Weil nur einer, der vollkommen ist, heilig, makellos ist, konnte die Sünde, unsere Sünde wegnehmen. Und das ist der Herr Jesus Christus, der Messias. Der Retter, der Erlöser der Welt. Was ich sogar noch hinzufüge, in der Zeit eigentlich, in den letzten paar Wochen, haben sich so viele bekehrt, weil sie einfach die Wahrheit erkannt haben. Es geht einfach nur darum, 100%. Es geht um die Ewigkeit. Ja? Wir wollen keine verlorene Seele. Wir wollen einfach nur, dass die Menschen, ja, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Darum geht es. Es geht nicht darum, eine Religion mit einer Lüge noch zu verteidigen, weil da muss man sich Gedanken drüber machen, ob man was dem wahren Gott dient. Ja? Da muss man sich Gedanken drüber machen. Weil wenn du für einen Gott, deine Religion, dass du lügen musst die ganze Zeit, dann musst du dir Gedanken drüber machen, ob du wirklich die Wahrheit bist. Und wenn ich dich so angucke, ich bin fest davon überzeugt, dass du bist nicht blöd und ich weiß, dass wenn du diese Sachen überprüfst, die wir dir heute gegeben haben, dann wird es bei dir Klick machen oben. Und egal, was dir in die Quere kommt, dass du weißt, okay, hey, nein, das ist die Wahrheit. Und da bin ich fest davon überzeugt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Gott ein Mensch sei.
Aber wer sagt denn, dass Gott Mensch ist, Bruder? Wer sagt, dass Gott Mensch ist? Im Christentum ist ja so, dass Jesus Gott und Menschensohn sei. Nein, wer sagt, dass Gott ein Mensch ist? Wer sagt denn das, Bruder? Ich habe ganz viele gehört. Was hast du gehört? Erklär mir mal, was du gehört hast. Dass Gott die Form von einem Menschen angenommen hat. Okay, ganz kurz. Die Form eines Menschen angenommen. Heißt es jetzt, dass Gott ein Mensch ist? Sollen wir zusammen mal was vorlesen, Samet? Ich möchte aber, dass du vorliest. Ist es okay? Okay. Schreib mal Philipper 2 ab Vers 4. Du liest vor, ich nicht, Bruder. Okay? Ich kenne das. Wir kennen die alle, Bruder Herz. Wir lassen ihn lesen und er soll erklären, was er darunter versteht. Weil ich bin mir sicher, Bruder hat ein offenes Herz. Er ist auch nicht dumm und ich bin mir auch sogar sicher, dass er es sehr gut versteht. Kein richtiger Bokanjar. Man kann stundenlang mit ihm reden. Wichtig, dass er hörig ist. Genau. Und der Ziel ist es, dass die Menschen die weiter kennen. Habibi, mach weiter. 100%. Und Dankeschön, Habibi Ali. Habibi. Samet, mach ab Vers 5, sorry. Mach ab Vers 5. Lies aber vor, Bruder, langsam. Wir machen es jetzt aber chronologisch. Das heißt, jeden Satz mache ich Stopp und du musst mir das erklären, was du darunter verstehst, okay? Nicht meine Worte, das sind die Worte der Bibel und du liest vor, Habibi, nur du. Und du erklärst mir, wie du es verstehst, okay? Okay. Tamam? Jo. So, Philipper 2, Bruder, ab Vers 5. Und dann können wir auch Kolosser 2, 9 lesen. Ach nee, danach direkt, genau. Und dann, Leute, dann machen wir eine Pause. Ne? Also wir lassen jetzt nochmal die Sache machen wir noch durch und dann. Ja. Ich finde es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für ihn, Bruder. Das ist sehr wichtig. Sehr Philippa 2? Genau, Philippa 2 ab Vers 5, Bruder. Ja. Bist du bereit? Ja. Warte mal, Samet, hast du eine Bibel da? Ja. Oh, Respekt. Das ist die Bibel, Bruder. Respekt. Wow. Respekt. Ehrlich, ich bin auch gerade überrascht. Wow. Respekt. Also welche Übersetzung Samet, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Ich war bei einem christlichen Missionar und der hat mir die einfach gegeben. Sehr schön, Bruder. Sehr, sehr schön. Wir sind die nächsten Missionare, die mit dir reden. Siehst du, die sind sehr, sehr nett, Bruder. Wir haben nichts gegen dich. Bruder, lies mal vor. Wir machen es jetzt bitte alle Zuschauer. Bitte gut zuhören. Dieser Vers ist sehr, sehr wichtig und heilsrelevant. Deswegen alle gut zuhören. Samet, bitte liest du vor. Wir machen jetzt langsam. Okay, der Flex hat es auch vor sich. Wir machen jetzt langsam. Du liest jetzt vor. Also erstmal die Übersetzung. Ich glaube, da steht CSV. Ich kann damit nichts anfangen. Eine Sache mitteilen an die christlichen Brüder und Geschwister, die bis am Ende hier geblieben sind, Leute. Ich wollte nochmal ein Dankeschön aussprechen. Ja, vielen Dank für euren Support und für die Likes, die ihr hier oben gegeben habt, Leute. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Wahnsinn, was für ein mega Support von euch. Hammer, Leute. Absolut. Ich sehe das, Leute. Ich sehe das, aber ich muss mich halt auf den Bruder fokussieren. Deswegen, Leute, ich bedanke mich mega dafür. Wow, wirklich. Wow. Wir danken dir, Bruder. Du machst das nur für unsere Geschwister. Du machst das für die anderen. Das ist nicht für dich. Viele denken vielleicht, du machst es für dich. Nein, Bruder. Dieser Stream ist für euch, Geschwister. Wow, Leute. Ich küsse eure Herzen, wirklich. Euer Support ist einfach... Wow. Ja, Bruder Flex, lass mal Samad lesen. Vielleicht. Genau, wir lassen jetzt verlesen. Es wäre besser, dass wir am Thema bleiben. Danke, Geschwister, für eure Rosen. Ich danke euch, Geschwister. Ich danke euch für alles. Gott segne euch. Samad, bitte lies vor, Bruder. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie du das verstehst. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der in Gestalt Gottes war. Ist nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Okay, stopp. Ganz, ganz am Anfang, Bruder, erklär mir mal bitte, um wen es hier geht. Geht es hier um Jesus Christus? Richtig? Ja. Es geht hier um Jesus Christus, richtig? Ja. Also, dann fang wieder von Anfang an. Damit alle zuhören, hier geht es um Jesus Christus. Fang nochmal an. Wir sollen so gesinnt sein wie Jesus Christus. Erzähl weiter, rede, also lies vor.
denn diese Gesinnung sei in euch. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Weiß ich gar nicht. Guck, Bruder, für die Zukunft, wenn du eine Sache nicht verstehst, dann google auch diese Wörter. Guck mal, ich gebe dir sogar eine Nasiha. Wenn du eine Sache nicht verstehst, Bruder, lies nicht weiter. Bleib stehen und denk, hey, ich muss erstmal wissen, was da gemeint ist. Was meint ihr mit diesem Begriff? Für die Zukunft immer stehen bleiben, Bruder. Stehen bleiben und recherchieren, was dieser Begriff bedeutet. Weil, was bringt es uns, Bruder? Genau wie Muslime lesen auch gerne den Koran und verstehen ihn gar nicht. Aber nein, wir Christen sagen nein, wir machen das nicht mit der Bibel. Nicht einfach lesen und sagen, okay, nein, du sollst alles verstehen, was da steht. Alles musst du verstehen. Was ist damit gemeint, denkst du? Weiß ich nicht. Lies nochmal vor. Denn diese Gesinnung sei in euch. Das ist, Bruder, eine Gesinnung ist eine Art Denkens, eine Haltung. Okay? Okay? Das ist so wie unser Vorbild. So wie er Jesus gedacht hat, so wie Jesus seine Haltung war, sollen wir auch sein. Er ist wie unser Vorbild, okay? So wie Jesus gesinnt sein, sollen wir auch sein. Das ist damit gemeint. Lies weiter, Bruder. Also, dass man Jesus als Vorbild nehmen soll. Richtig. Lies weiter. Es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Und was bedeutet das, Bruder? Was bedeutet das? Also, der in der Gestalt was war? Knechtgestalt. Nein, vorher. Das mit Gesinnung und was kommt danach? In Gestalt Gottes war. Wer war in der Gestalt Gottes? Jesus. Also Jesus war in der, also Jesus statt er, der, also in der Vergangenheit, der in der Gestalt Gottes war. Was meint ihr damit? Also in der Vergangenheit war er in der Gestalt Gottes und dann? Da er in der Gestalt Gottes war, er ist nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Was denkst du, was ist damit gemeint? Deine Übersetzung ist ein bisschen Katastrophe, aber ich erkläre es dir trotzdem, ist kein Problem. Ein bisschen Übersetzung, Bruder, sonst verstehe ich ja nicht. Okay. Ich lese mal aus der Schlachter, damit jeder richtig versteht, okay? Ich habe eine andere Übersetzung, Bruder, damit es verständlicher ist, okay? Sag mal. Okay. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, okay? Der, als er in der Gestalt Gottes war. Was ist hier gemeint damit? Der, als er in der Gestalt Gottes war, Vergangenheit, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Was bedeutet das, denkst du? Es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also er sah nichts Schlimmes darin, wie Gott zu sein, oder? Also, wenn wir das hier lesen, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, er hat nicht in dem Moment es als Double gesehen oder er hat sich als zweiter Gott dargestellt. Nein, er hat diesen Titel nicht gestohlen, sondern er war Gott. Er ist Gott. Okay? So, dass du so quasi verstehst. Jetzt geht's weiter. Sondern, lies weiter ab 7. Sondern sich selbst zu nichts machte und Knecht gestaltete. Okay. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Was ist denn, denkst du, damit gemeint? Sondern er, also wir reden über Jesus. Jesus entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Dann frage ich dich, Bruder, wenn Jesus doch ein Mensch ist, wieso steht hier? Sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wenn Jesus doch ein Mensch ist, wieso wurde er dann wie die Menschen? Wie kann ein Mensch wie die Menschen werden? Keine Ahnung, so habe ich das nur gehört. Nein, ich frage dich, Samet, hier steht hier eindeutig. Sondern er entäußerte sich selbst, er hat sich selbst entäußert, und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das heißt, er war kein Mensch, er wurde wie die Menschen. Er hat sich selbst entäußert. Okay? Nur Jesus hat diese Gestalt genommen, Samet, Fleisch. Richtig. Und durch dieses Fleisch sich offenbaren, wer er wirklich ist. Genau. Jetzt geht es sogar weiter, Samet. Er war vollkommen, ohne Sünde, damit er unsere Sünden hinwegnehmen kann. Richtig. Das war der Ziel. Und die Antwort kommt sogar jetzt sofort nach dem nächsten Vers, Samet. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch empfunden,
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Was ist hier gemeint, Bruder, wenn hier steht, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden? Was ist damit gemeint? Das heißt, wir haben ihn wahrgenommen als ein Mensch, richtig? Ja. Aber weil er kein Mensch ist, sondern wir haben ihn wahrgenommen als ein Mensch, weil er sich entäußerte. Er nahm die Gestalt eines Menschen an. Er hat sich selbst entäußert, steht hier. Und wir haben ihn wahrgenommen als ein Mensch. Du musst überlegen, wer vor mir steht. Bruder, ich sehe ihn als Mensch. Ja, er hat sich selbst entäußert. Er nahm die Gestalt eines Menschen an. Jetzt frage ich dich nochmal. Geht es hier um einen Propheten? Wenn du das hier liest. Also hier nicht im Brief an die Philippa. Ist es hier eindeutig, was Jesus vorher war? Oder was er ist eigentlich? Ja. Ehrlich, hier steht doch, als er in der Gestalt Gottes war. Er war in der Gestalt Gottes, hat aber die, hat als quasi, hat sich entäußert und nahm die Gestalt eines Menschen an, richtig? Ja. Also Gott hat die Gestalt eines Menschen angenommen, richtig? Ja, laut Philippa. Laut Philippa, dankeschön, laut Philippa. Das heißt, es ist eindeutig, sehen wir hier, dass Jesus Gott ist. Er nahm die Gestalt eines Menschen an und wir haben ihn als Menschen wahrgenommen, richtig? Ja. Laut Philippa, richtig? Ja. Sehr schön. Jetzt frage ich dich nochmal. Als Musa mit Allah gesprochen hat, ist Allah das, dieser brennende Dornbusch gewesen? Was? Brennender Dornbusch? Dieser Busch, diese Flamme, als Musa mit Allah gesprochen hat. Mhm. Kennst du die Geschichte mit dem Busch? Ja. Ja. Ist Allah dieser Busch, dieses Feuer gewesen? Nein. Wie hat Allah mit Musa gesprochen? Durch den brennenden Dornbusch, richtig? Ja, ich kenne die Geschichte nicht. Kennst du die Geschichte nicht, Samet? Ist sie aus dem Christentum oder aus dem Islam? Koran, Bruder. Im Koran gibt es dieselbe Geschichte. Musa sprach, beziehungsweise Allah sprach mit Musa durch den brennenden Busch. Okay? Im Koran. Jetzt frage ich dich nochmal. In dieser Situation ist Allah ein Baum gewesen? Nein. Sondern? Ja, immer noch Allah, Gott. Aber warum ist er kein Baum? Aber er hat doch durch den Baum gesprochen, also ist er ein Baum. Okay. Hm? Nee. Aber warum? Er sprach doch durch den Baum, also ist er ein Baum. Aber er war ja nicht der Baum selber, er hat nur so durch. Ja, aber ich argumentiere jetzt wie ein Muslim, aber er war doch ein Baum. Allah sprach doch durch den Baum, also ist er ein Baum. So argumentieren Muslime gegen Christen. Aber er ist doch ein Baum, Bruder. Den kann man doch gießen jetzt. Ja, doch, einen Baum kann man gießen. Ich kann jetzt einen Ast abschneiden und damit Lagerfeuer machen. Also kann ich Allah abschneiden. Eine Ast von ihm, richtig? Weil ein Wasser. Also weißt muss du, Allah Wasser bekommen, damit er überlebt, weil er ein Baum ist, richtig? Samet, weißt du, warum Khanja das sagt? Weil Muslime genauso, also richtig. Gewisse Banden hier, die genauso dämlich argumentieren, weil sie gar keine Ahnung haben. Ja? Aber wirklich dämlich, genauso wortwörtlich, genauso. Genau, man muss verstehen zwischen metaphorisch und ernst gemeinte Sachen, ja? Und es richtig. Gibt ja auch, genau, das muss man unterscheiden können. Genau. Verstehst du jetzt, was ich meine, Samet? Das war jetzt extra, ich habe dieses Beispiel gegeben, weil Muslime genauso argumentieren gegen Christen, was absolut nicht nur eine Unverschämtheit ist, sondern Blasphemie. Deswegen sage ich doch, wenn ihr wirklich verstehen wollt, wer Jesus Christus ist, dann fragt, aber macht nicht, hat dein Gott auch Windeln gehabt? Hat dein Gott auch Hunger? Ist er auch aufs Klo gegangen? Ja, Bruder, dann ist dein Gott ein Baum, den man gießen kann, den ich die Ast abschneiden kann. Ich kann mir sogar einen Zahnstocher machen mit seiner Ast. Ich kann seine Ast, wenn ich jetzt den Baum abschneide, Bruder, habe ich Gott abgeschnitten. Klingt doch sportlich. Er ist jetzt ein Baum. Weißt du? Ich kann ihm meine Zigarette anmachen mit der Flamme. Ich kann mit der Flamme meine Zigarette anmachen. Samet, ich sag dir so, ich füge sogar noch was hinzu. Weißt du, wie diese Leute argumentieren? Merkt ihr das und beobachtet das mal. Ja. jetzt haben wir ja gelesen. Tut mir leid, Bruder.
Jetzt haben wir ja gelesen, dass ein brennenden Dornbusch, okay, also dass Gott in diesem Feuer quasi. Weißt du, wie diese Bande argumentieren würde? Die würden sagen, hey, aber guck mal, dein Gott ist Feuer. Dein Gott ist Feuer. Ja, also die argumentieren schon ziemlich dämlich. Ja, man muss verstehen zwischen metaphorisch und man muss verstehen zwischen was da gerade da passiert. Genauso, und deswegen, du musst das so bedenken, dass der Herr Jesus Christus nur gekommen ist, um zu retten. Diese Gestalt, der Mensch, hat er genommen, damit er für uns verurteilt. Die Sünde und das Fluch, was durch Adam gekommen ist. Alles andere braucht der Jesus Christus nicht, auf die Erde zu kommen als Mensch. Er tat nur für dich und für mich, damit wir gerettet werden. Du weißt doch, was Korban bedeutet, oder? Was bedeutet? Korban. Turban? Ja, Korban. Das Kurban, macht ja Kurban. auch fest, Kurbanfest. Macht ihr auch oder nicht? Kurban, Kurban. Du weißt, was Kurban ist? Samuel. Nein. Kurban, Kurban. Kurban. Aus welchem Land kommst du, Habibi? Ich komme aus Albanien. Ach Okay, so. Kurban bedeutet zum Beispiel Fest der Kurban, ich schlachte Schafe und so. Ich heiße auf Albanisch Kurban, oder was sagt ihr Genau, dazu? und das bezieht sich auf, im Koran steht geschrieben, Kurban al-Azim, das bedeutet auf Jesus Christus. Eigentlich, dass er der Stellvertreter für uns sterben wird. Ja, und das ist der Gedanke, aber der Islam, der ist 600 Jahre später gekommen und Waraq ibn Nawfal hat das Mohammed beigebracht, aber eine Sekte der Nasara und Mohammed wurde fehlgeleitet und haben alle anderen Sekten mitgemacht und die wurden alle fehlgeleitet. Und bis heute. Wusstest du, dass der Koran verbrannt wurde? Ist von Adman ibn Affan. Wir haben keinen Original-Koran. Wusstest du das, Samad? Nein. Ja. Wusstest du dass das verbrannt wurde? Ja. So, wo ist Darf ich und wo ganz und kurz was ja hinzufügen? und wir und jetzt haben wir kein Original-Koran mehr, sondern wir haben über 70 Versionen Koran und keiner weiß, welche der richtige ist. Ich würde noch kurz was hinzufügen. Samet, ich denke mal, du bist selber müde, oder? Bist du müde? Geht so, ich habe ja morgen Schule. Ja, oh, wann musst du aufstehen? 6:30 Uhr. Ach du Scheiße, dann geh schlafen. Wenn du willst, wir können morgen weitermachen, Samuel. Du bist herzlich willkommen bei Du Flex, bist ne? herzlich willkommen. Komm morgen einfach nochmal, ist kein Problem. Ich bin selber müde, deswegen bin ich so müde. Und wenn ich so ruhig bin und wenn ich dann in diesem Zustand rede, dann mache ich eventuell wieder das Beste. Verstehe ich. Es geht nur um deine Seele, Samad. Es geht nicht hier, dass du Religion beitretest. Nein, es geht hier um deine Seele, dass gerettet wird am Ende. Du musst unterscheiden und jetzt sich Gedanken darüber machen. Was ist die Wahrheit und wer ist die Wahrheit? Also alle Ehre dem Herrn Jesus Christus und Samet, ganz, ganz viel Liebe erstmal an dir für deinen Respekt und fürs Zuhören bedanke ich mich auch nochmal. Da sollten sich viele Muslime eine Scheibe abschneiden von dir, ja. Und ich will dir nur einen Tipp geben, egal wie viele Nachrichten du jetzt bekommst von den Leuten, ja. Lass dich bitte nicht manipulieren, ja, weil es werden jetzt viele Leute, die schreiben und sagen, oh, ja, dies und das und lass dich bitte nicht verarschen, ja, du hast einen Verstand. Überprüfe einfach bitte die Quellen und bei aller Liebe, ja, ich hoffe, dass du deinen Tag auch morgen genießen tust und ja, du kannst jederzeit hochkommen und dann können wir auch darüber sprechen, das ist gar kein Problem. Okay. Dann ich wünsche euch was, ja? Gott segne Samad Habibi. Ja, Gott segne. Gott segne dich, Habib Albi. Gott segne dich. Ein sehr gesegneter Bruder, ehrlich. Ja, Ja, der ist super sehr respektvoll. Samit, super. Der Super ist Typ, sehr, sehr würde. respektvoll. Deswegen, wow, also wirklich Props an ihm und Leute, erstmal an unseren Bruder Emanuel. Ja, wir beten für diesen Bruder. Hey Danny, ich küsse doch dein Herz. Danke, danke. Wir beten für den Bruder Emanuel, sollten wir echt machen. Und deswegen an meine lieben Geschwister und Brüder, geht alle ins Gebet. Ja, falls ihr alle schlafen geht, geht alle ins Gebet. Betet für diesen Bruder. Ja. Wie gesagt, es geht ihm gut, aber
die Gebete sind immer gut. Ja? Lasst uns einfach zusammen beten. Ja? Und ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich bin wirklich mega müde, Leute. Ich würde mit euch wahrscheinlich sogar bis 4 Uhr morgens noch weitermachen. Aber Leute, es ist Zeit, dass ich mal schlafen gehe. Ich bin so müde. Ganz, ganz viel Liebe. Und ja, Leute, ne? Ich würde sagen, bis morgen. Bin morgen gleich mittags da. Mittags. Ja, ab 18 Uhr. Bruder, bevor du beendest, möchte ich noch einen Satz sagen, gerade wegen Malmari aus der Bibel. Die Bibel sagt eindeutig, Bruder, in Lukas 21 sagt die Bibel, und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Von allen gehasst und verfolgt werden. Richtig, und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden, weil wir Jesus Christus haben, das ewige Leben, Bruder. Absolut. Gott segne diesen Bruder, Malmari, Bruder, Gott segne auch dich für deine Arbeit, Flex. Danke. Wirklich, super, super Arbeit, Bruder, mach weiter so. Auf jeden Fall. Und der wahre Glaube auch, Gott segne dich auch, Bruder Ali, dass du das machst schon seit 20 Jahren. Bevor wir überhaupt sowas gemacht haben, warst du schon dabei. Richtig. Und auch in den Nathan und alle anderen Geschwister. Bleib dabei, die Bibel ist die Wahrheit, Jesus Christus ist das ewige Leben, Bruder. Du hast das letzte Wort, Bruder Herz. Danke, Bruder Abuhanjar, Gott segne. Auch Flex, Gott segne euch auch. Gott und alle Brüder und Geschwister auch, die hier uns mithelfen und liken und so alles. Der Herr segne euch. Der Herr wird euch auch da segnen, weil ihr wollt auch. Ihr hilft ja dabei, dass die Menschen gerettet werden. Auch Amen, dass die Menschen Amen, zu hören. Amen. Und wichtig ist es, dass wir die Menschen lieben, auch wenn die Muslime solchen Attentat tun. Wir sollen die Muslime niemals hassen. 100%. Denn der Herr Jesus Christus, sein Gebot, muss man an erster Stelle in unserem Leben setzen. Der Herr sagt, liebt euer Feinde, liebt euch nicht wie selbst. Wir hassen denn nicht die Muslime, wir hassen die Lüge der Islam. Was richtig. In dieser Bücher steht geschrieben, aber wir sind nicht die Muslime. Liebt die Muslime. Die Muslime sind Menschen wie wir. Wir sind aus einem Blut. Wir, die brauchen uns. Wir sind Licht der Welt, sagt der Herr Jesus Christus. Ihr seid Licht und Salz der Erde. Wenn wir nicht Licht sein können, wer dann? Wir müssen uns in andere Wangen halten. Wir müssen uns demütigen, damit die durch die Liebe des Herrn Jesus Christus die Wahrheit erkennen und von der Finsternis zum Licht kommen. Genau wie der Bruder Marmari auch. Als er angegriffen wurde, er hat gesagt, ich bete für dich, ich bete für dich. Er hat sogar gebetet, Bruder, er hat sogar gebetet für dich. Genau, genau. Und das ist wichtig. Weil in der Bibel steht geschrieben, fürchtet nicht denen, die euer Leib töten, fürchtet viel mehr denen, der euer Leib und Seele in die Hölle schmeißt. Amen, wir fürchten keinen Tod. Ein Christ ist nicht auf dieser Erde gebunden. Ein Christ ist ewig. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Amen. Wir Christen schauen nicht auf die Erdliche, wir schauen auf den Himmlischen. Wir haben die Ewigkeit, aber die haben das nicht. Ein Christ wird nicht sterben, sondern er geht in Ewigkeit zu seinem Vater, Gott und Allmächtigen, den Herrn Jesus Christus, König über die Könige. Deswegen fürchtet euch nicht, predigt das Evangelium. Die Liebe ist die stärkste Waffe gegen den Teufel und seine Dämonen. Und deswegen zittern die Dämonen und der Teufel hasst Jesus Christus. Weil der Herr Jesus Christus in 1. Johannes Kapitel 4 steht, Gott ist Liebe, liebe Bruder, Schwester. Gott ist Amen. Liebe. Amen, und wir verkündigen den Wahrhaftigen und der Liebe Gottes Jesus Christus. Auf dem Kreuz sagt der Herr Jesus Christus, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Genau so muss man auch tun. Amen. Und tut Buße, Bruder, und Buße tun. Bitte, Geschwister. Auf jeden Fall. Buße. Alle. Auch dieser Versuchter, sag ich mal, der wäre eigentlich ein Mörder, ne? Der Attentäter. Er muss auch Buße tun, wenn er errettet werden soll. Weil die Bibel sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, nein. Sondern Sünder zu Buße. Ich sage euch, nein. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebaoth. So will ich euch zu Umkehr, spricht der Herr Zebaoth. Bruder, jeder, wo ihr zuhört, ihr müsst wirklich Buße tun. Das hat doch der Herr Jesus Christus auch zu Nikodemus gesagt. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, Bruder. Das verstehen auch viele nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Lasst bitte eure Vergangenheit. Ihr müsst wirklich, wirklich neue Menschen werden. Lasst Mohammed, lasst Buddhismus, lasst Hinduismus. Lasst diese ganzen Sachen beiseite. Jesus Amen. Christus ist die Errettung. Mehr nicht, Bruder. An dieser Stelle, Gott segne dich, Flex, nochmal für deine super Arbeit. Danke. Du bist ein gesegneter Bruder und ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen, du weißt das.
Und mach weiter so, Bruder. Ich musste vorhin ein bisschen lachen wegen Zahnstocher und Feuer, Bruder. Sorry, ne? Ja, alles gut. Alles gut. Mach weiter so, Bruder. Gerne, ich liebe dich. Ich würde so gerne mitlachen, aber Leute, ich bin so... Ich weiß. Und ihr wisst schon, wenn ich anfange, ganz ruhig zu sein und kaum zu reden, dann ist das ein Zeichen, dass ich müde bin, wenn ich gar nicht mehr rede. Ich weiß. Genau, deswegen nochmal an der wahre Glaube und Abu Khanja, alle Ehre. Danke, Bruder. Dass wir solche Löwen haben. Und morgen geht's weiter, Bruder. Es hört nicht auf. Morgen geht's weiter. Auf jeden Fall. Auf jeden jeden Fall. Tag, Bruder, solange wir leben. Ja, und deswegen. Ich werde die Tage wieder sein, Bruder. Ich werde in arabischen Ländern sein, den Herrn dienen. Da könnt ihr dafür beten, aber ich werde sagen, nicht wohin. Ich komme bald wieder zurück. So Gott will. So Gott will, Bruder. Gott segne dich auf dieser Reise. Gott will. Danke. So Gott will. Aber der wahre Glaube, wenn ich dich wäre, wir reden später. Echt? Ja, Bruder. Okay, mein Bruder. Alle Ehre dem Herrn, Leute. Jetzt machen wir eine Pause. Und bevor ich gehe, wollte ich nur eine Sache sagen, Leute. Das ist der Wahnsinn, wie ihr als eine christliche, sagen wir mal, Einheit oder Gemeinde, dass ihr die Brüder unterstützen tut, ja, alle liken tut und das Ding hier pusht. Das ist unglaublich, Leute. Ja, also es ist unglaublich und nur so werden wir gemeinsam wachsen, wenn wir alle zusammenhalten. Ja, und dem Weg des Herrn Jesus Christus folgen. Ja, wir sind nicht hier, um zu spalten. Wir sind hier, um was? Denselben Weg des Herrn Jesus Christus zu folgen. Ganz einfach. Und deswegen bei aller Liebe, ne, wirklich vielen, vielen Dank. Ne, wirklich Respekt an euch. Ganz viel Lob an euch. Und wirklich, Leute, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ne? Und ja, jetzt ist Zeit für mich ins Bett zu gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was angucken soll, aber ich glaube, ich werde schlafen, ne, weil ich bin so müde. Ne? Geh schlafen, Bruder Flex. Morgen ist auch ein neuer Tag. Jeden Tag ist die Gnade Gottes neu. Genau. Deswegen, Leute, ganz, ganz viel Liebe. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, gute Nacht. Schlaf gut, Leute. Shalom. Treibt euch jetzt nicht zu lange in TikTok, ne? Geht alle schlafen. Und Flex, letzte Worte, wenn Muslime zuhören, die ihre Leben noch nicht Jesus geben, ihr könnt auf Knie gehen in eure Zimmer und sagt, Herr Jesus Christus, bist du wirklich die Wahrheit? Fragt ihn und bekennt eure Sünden. Sagt, Herr Jesus, wenn du die Wahrheit bist, komm, zeige mir, Herr. Offenbare mir, bist du wirklich die Wahrheit? Und du wirst es sehen, dass der Herr Jesus Christus auf irgendeine Art und Weise, er wird sich in dein Leben offenbaren. Da sagen wir nicht einfach so. So habe ich auch gemacht und der Herr Jesus Christus hat mein Leben gerettet. Rushad ist gut, der Gottes Segen. Amen. Gute Nacht, Leute. Alle Ehre dem Herrn und gute Nacht euch, Leute. Ne? Amen. Ganz ciao, ciao.